Leute, und willkommen hier zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Und zwar habt ihr schon gesehen, ein Community-Projekt ist geplant. Und zwar Dungeon King ist der Name. Und es soll am Mittwoch starten. Ich bin auch schon auf der Welt, die uns erwartet. Und ihr seht schon, es ist ein NPC, doch was ganz anders aussieht. Da hinten ist ein weißer Baum. Guck mal, da hinten sind noch ein paar Sachen. Da hinten im Hintergrund sieht man einen kleinen Dungeon, da hinten so eine Art Burg, da seht ihr das. Also es gibt so viele Dungeons hier auf der Welt zu entdecken und ich habe mir gedacht, so, ich habe so Lust wieder auf ein Community-Projekt. Wurde auch in meinem Livestream geschrieben, so, yo, Kalle, wann hast du mal wieder vor, uns zu machen? Habe ich mir gedacht, so, warum nicht jetzt? Ich habe gerade einen großen Server frei, wo wirklich gerade nichts drauf läuft. Das heißt, wir packen das Modpack da drauf, haben locker, glaube 30 GB RAM frei, den ganzen Prozessor von dem Server nur für dieses Modpack. Und ich werde nach und nach Leute einladen und darum geht es auch, Leute. Wie schafft ihr es, reinzukommen in dieses Projekt? Und zwar am Mittwoch startet es bei mir im Livestream ab 18 Uhr. Dieses Projekt, wo ich ein bisschen spiele, wo auch schon ein paar Leute drauf sind. Denn ich habe zum Beispiel ein das Logo gemacht bekommen, das habt ihr ja auch gesehen auf Thumbnail. Hier blende ich es euch nochmal ein. Bumm. Das ist zum Beispiel der Designer, der ist hier auf jeden Fall gewhitelistet als Dankeschön auf jeden Fall für dieses Logo. Und auch ein paar andere Leute werden gewhitelistet, die mir geholfen haben. Zum Beispiel ein Flowplayer, der hat mich ein bisschen was bearbeitet. Deswegen, es gibt nämlich keinen offiziellen Download. Das heißt, jeder, der in dieses Projekt reinkommt, kriegt dann die API, um sich dieses Modpack zu downloaden. Denn wir haben nämlich ein paar Probleme gehabt mit dem Server. Das Originalpack, was wir haben, kann man leider nicht alle Sachen auf dem Server nehmen. Es gibt nämlich keine Serverdatei mehr. Wir mussten die Serverdatei jetzt durch die Singleplayer-Datei so ein bisschen selber zusammenkonfigurieren. Und ein paar Mods mussten leider verschwinden, sonst funktioniert es nicht, auf den Server zu joinen. Das heißt, jeder, der dann reinkommt, kriegt von uns automatisch die API zugesendet, die er dann im Technik-Launcher angibt und sich das Pack downloadet und dann raufkommt, wird dann whitelistet. Und wie gesagt, wie es einfach klappt, mitzumachen, ist ganz einfach. Jedes Mal, wenn ich dieses Projekt streame, seid aktiv im Chat, seid dabei und ich merke mir den Namen. Ich merke mir, ob der öfter im Stream dabei ist, in öfteren Streams, ob der auch in die Kommentare schreibt, denn ich werde dieses Projekt nicht nur streamen, ich werde auch ab und zu mal ein Video damit bringen, einfach ein ganz normales Video. Werde ich auch darauf achten, ob derjenige in die Kommentare schreibt, ne? Also ob der das Video schaut. Und wenn diese Person aktiv ist und auch später im Stream aktiv im Chat ist, dann lade ich immer nach und nach meine Person ein, sage ich so, yo, ey, du, so und so und so, du darfst in das Projekt. Und, ja, ihr könnt natürlich dennoch versuchen, anders ins Projekt zu kommen. Und zwar, indem ihr Videos macht, warum ihr das Projekt möchtet. Wirklich, seid kreativ, wirklich richtig coole Videos. So irgendwie so ein bisschen filmmäßig oder so. Filmt ein bisschen was. Das ist nicht der zweite Weg, wo man nicht reinkommen kann. Filmt ein bisschen was. So, ja, richtig coole Sachen. Wie ihr das, wie ihr dann hier rein möchtet, warum ihr rein möchtet. Macht ein bisschen coolen Sketch draus oder so. Ich kann nur sagen, das Modpack, das wir hier benutzen, ist offiziell Dungeon Delvers. Das heißt, falls ihr aufnehmen wollt und das auch vielleicht mit dem richtigen Dungeon machen wollt, Dungeon Delvers ist das Modpack. Wie gesagt, bei uns gibt es eine abgespeckte Version. Ein paar Mods müssten leider rausgemacht werden, mussten leider rausgemacht werden, weil sonst die Serverkompatibilität gar nicht funktioniert. Also das heißt, ihr hättet keine auf dem Server gekonnt. So, und ja, ganz einfach Technik-Launcher, Leute. Ihr müsst aktiv sein. Wie gesagt, nicht jeder, der ein Video macht, hat das Recht, reinzukommen. Das heißt, ich entscheide dann selber, ja oder nein. Und ja, das Projekt soll auf jeden Fall so ein, zwei, vielleicht drei Monate gehen. Mal schauen, vielleicht länger. Mal schauen, wie es läuft, wie es ankommt und so weiter und so fort. Ne? Wie viele noch dann da später aktiv sind. Das Ziel ist auf jeden Fall, wir zocken zusammen, bauen uns zusammen eine schöne Gemeinschaft auf und gehen zusammen in die Dungeons zocken. Und wisst ihr das Geile, was ihr machen könnt? Ihr könnt euch Geschichten, wenn ihr auf dem Server seid, ausdenken. Das werde ich natürlich öfter im Stream auch noch sagen. Könnt ihr euch Geschichten ausdenken, in Bücher schreiben und mich durch die Map laufen lassen. Ihr kennt ja sicherlich die Insel von Herr Bergmann zum Beispiel oder Desperados. Und vor allen Dingen aber die Insel, da hatte das zum Beispiel auch er öfter gemacht, er hat irgendwelche Aufgaben bekommen, so laufen zur Koordinaten da und da, so Rätsel und sowas. Das könnt ihr mit mir auch machen, da würde ich mich richtig drüber freuen. Da das ist nämlich eine Sache, was ich nämlich unbedingt möchte, dass Interaktivität, also Interaktivität, ne, nicht Inaktivität, sondern interaktiv, dass ihr wirklich aktiv seid, dass ihr interaktiv seid. Und dass einfach Freude und Spaß dabei ist. Natürlich ne, wird auch mal so ein bisschen rumgelaufen, ein bisschen gemacht, ein bisschen Dungeon gelootet. Von es gibt so viele Dungeons. Ihr seht es ja im Hintergrund, blende ich ab und zu mal so ein paar Sachen ein. Und das ist einfach mega geil.
Also Leute, merkt euch, Mittwoch 18 Uhr, hier live auf YouTube geht es los. Schaltet auf jeden Fall ein, wenn ihr es nicht verpassen wollt, der Start in dieses Projekt. Und ja, es ist mir echt eine Freude, wieder mit einem Community-Projekt zu machen mit euch. Und ich hoffe, viele von euch sind dabei. Und ja, ich würde mich auf euch auf jeden Fall freuen. Wir sehen uns hoffentlich Mittwoch. Macht's gut, Leute. Auf Wiedergeschauen.